So, wir kommen zur 2717 Überprüfung der Rechtsformel Dresdner Volkshochschule e.V. Einreicher interfraktionell. Wer bringt es uns ein? Frau Abel, bitteschön. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Im letzten Jahr wurden die Volkshochschulen geehrt, weil sie den 100. Jahrestag ihres Bestehens feierten. Zur Großstädtetagung wurde betont, dass die Volkshochschulen zur Daseinsfürsorge gehören. Sie haben die Bildung aller als öffentlichen Auftrag. Diesen Auftrag umzusetzen, liegt auch im Bemühen der Dresdner Volkshochschule. Und dazu braucht sie Bedingungen, welche das ermöglichen. Man kann nicht behaupten, dass der Dresdner Stadtrat das nicht die anderen Jahre auch so gesehen hat. So bekam die Dresdner Volkshochschule ein neues Gebäude oder sie konnte in ein neues Gebäude einziehen und ihr altes Gebäude am Schilfweg verlassen. Sie hat Förderung erhalten und wir haben zum Beispiel uns auch speziell Dinge angeschaut und haben gesagt, okay, da gibt es noch weitere Projekte an der Volkshochschule, die wir auch gern fördern. Ein Beispiel sind die Kurse für Menschen mit Behinderung. Und als ich vor kurzem auf dem Alaunplatz am 1. Mai war, kam eine Gruppe von jungen Männern, die offensichtlich auch eine Behinderung hatten und erzählten mir stolz, als sie diese Broschüre sahen, dass sie sich da angemeldet haben. Und der eine erklärte mir, dass er den Kurs Mathematik besucht und wenn er jetzt einkaufen geht, das übt er, dass er die Zahlen zusammenzählt. Diese Kurse haben wir immer wieder extra als Portion dazu beschlossen, weil wir das für notwendig, weil wir das alle hier gemeinsam für richtig hielten. Nun haben wir im Kulturausschuss vor einem Jahr vorgelegt bekommen von der Volkshochschule und von der Fachgruppe, Kulturfachgruppe, dass die Volkshochschule deutlich unterfinanziert ist. 400.000 Euro, so hat der Kulturausschuss damals beschlossen, sollten der Volkshochschule zusätzlich gegeben werden. Dieser Beschluss ist kassiert worden, das mache ich jetzt gar nicht als Vorwurf, sondern ist natürlich auch der Corona-Situation zum Opfer gefallen. Wir aber sozusagen stehen jedes Jahr erneut vor der Situation, dass wir nicht ganz genau wissen, wie viel benötigt die Volkshochschule. Wir glauben auch im Kulturausschuss, dass die Einordnung in die institutionelle Förderung keine günstige Einordnung ist, sondern dass eventuell ein zusätzlicher Vertrag vielleicht mit der Volkshochschule gemacht wurde. Denn die Kunstkommission, nein, nicht die Kunstkommission, sondern die Fachgruppe, die sich mit der Volkshochschule beschäftigt, fühlte sich auch in ihrer Kompetenz eigentlich nicht dem, sie hatten nicht die Kompetenz, das zu beurteilen, was sie brauchen. Und das war auch berechtigt, dass sie das erst einmal abgelehnt haben. Deswegen ist in unserem gemeinsamen interfraktionellen Antrag erklärt im zweiten Punkt, dass wir möchten, dass die Finanznotwendigkeit, der Finanzbedarf überprüft wird und eventuell überlegt wird, außerhalb der institutionellen Förderung, vielleicht durch einen Zuwanderungsvertrag, da eine Finanzierung künftig abzusichern. Im ersten Punkt des Antrages wollen wir die Überprüfung, ob diese Rechtsform, eingetragener Verein, die Art der Finanzierung, wie sie jetzt erfolgt, auch dem Entwicklungsstand der Volkshochschule gerecht wird. Sie ist eine sehr große Einrichtung geworden. Sie hat ein stetiges Wachstum, sodass sie 2019 zum Beispiel 921 Kurse anbieten konnte und 11.000 Menschen an diesen Kursen teilnahmen. Erwachsen ist dieser Antrag einfach aus der Notwendigkeit, aus der Dringlichkeit des Finanzierungsbedarfs, den die Volkshochschule uns gegenüber im Kulturausschuss immerfort betont hat und unserem nicht ganz klaren Wissen darüber, was jetzt wirklich notwendig ist. Und wir denken, dass man sich darüber sachlich auseinandersetzen muss und dort uns auch Zahlen vorlegen muss, mit denen wir dann etwas anfangen können. Deswegen bitte ich Sie, diesem Antrag zuzustimmen und so zu votieren wie auch der Kulturausschuss. Danke. Damit ist der interfraktionelle Antrag eingebracht und wir steigen ein in die Fraktionsrunde mit der SPD, Herr Kaniewski.
Herr Kaniewski verzichtet. Dann wären die Grünen dran. Frau Filius-Jehne, möchten Sie sprechen? Bitte schön. Ja, sehr geehrte zweite Bürgermeisterin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich will den Fokus ein wenig tatsächlich nochmal auf die Gesellschaftsform legen, in der die Volkshochschule sich im Moment befindet. Das war nämlich der Auslösepunkt auch für uns als Grüne, uns an dem interfraktionellen Antrag zu beteiligen, dass wir, die meisten wissen es ja, ich bin ja dann nun schon ganz lange dabei, seit Anfang an auch immer im Kulturausschuss. Und die Volkshochschule hat uns eigentlich schon seit vielen Jahren und in unterschiedlich intensiven Gesprächen und in Besuchen im Kulturausschuss eigentlich in den vergangenen Jahren sehr deutlich nahegelegt, dass diese Vereinsstruktur für diese immer mehr gewachsenen Aufgaben, Frau Appel hat einige davon ja auch noch mal geschildert, nicht die richtige ist. Ich sage ganz offen, vielleicht auch für die, die immer noch so ein bisschen zögern und sagen, ach, das riecht ja hier immer nur nach wieder mehr Geld, ob ich da jetzt zustimmen kann. Ich habe mich persönlich auch sehr dafür eingesetzt, dass wir nicht vorschlagen, aus der Volkshochschule einen Eigenbetrieb zu machen. Das soll mitgeprüft werden, wenn sich nachher herausstellt, das könnte die günstigste Variante sein, will ich mich dem nicht verschließen. Aber wir wissen alle, was das dann auch für Folgen hat, sondern es soll dezidiert ja auch geprüft werden, ob nicht vielleicht auch eine GmbH in diesem Falle die richtige Gesellschaftsform sein könnte. Wenn man sich die über 1000 Volkshochschulen in Deutschland anguckt, dann ist so grob etwas mehr als die Hälfte ist tatsächlich in irgendeiner Weise in öffentlicher Trägerschaft. Es gibt private Träger, es gibt aber eben auch GmbHs und es gibt auch Vereine, wie es ja unsere aber auch ist. Aber in dieser Größenordnung sind die einfach, ist diese Struktur nicht zielführend. Und ich gucke also schon so ein bisschen auch zu den Kolleginnen und Kollegen aus der CDU, weil die im Ausschuss gefragt hatten, ja, inwieweit hat man denn da mit der Volkshochschule überhaupt gesprochen? Und ich sage mal, umgekehrt wird ein Schuh draus. Die Volkshochschule ist, wie gesagt, seit Jahren auf uns zugekommen und hat gesagt, bitte lasst mal prüfen, ist das noch die zeitgemäße und taugliche Form? Und ich glaube auch, dass wenn wir da dann die richtige Entscheidung treffen und für diese vielfältige, erfolgreiche und große Einrichtung mit einem ganz, ganz breiten Bildungsangebot dann eine aus meiner Sicht doch wahrscheinlich andere Gesellschaftsform am Ende haben, dann dürften auch die finanziellen Bedingungen leichter zu lösen sein, als sie es jetzt im Moment sind. In der Tat bin auch ich der Meinung, dass dieses Riesenschiff in der kommunalen Kulturförderung, also sozusagen in Konkurrenz mit den vielen kleineren Vereinen bei der institutionellen Förderung, auch nicht gut aufgehoben ist und dass wir auch da eine andere Struktur finden müssen. Also geben Sie sich einen Ruck. Es ist ja weitestgehend ja erstmal jetzt zu prüfen, was und uns dann vorzulegen, was die geeignetste Form sein könnte. Zu den Finanzen hat Frau Appel schon was gesagt, da werden wir uns tatsächlich dann im Zuge der Haushaltsberatungen beziehungsweise im Zuge der Diskussionen rund um die institutionelle Förderung, wo sie ja im Moment noch drin ist, noch mal vertiefter damit befassen. Also ich werbe sehr dafür, diesem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank. Wird CDU das Wort gewünscht? Herr Dietze. Bildung in Form des lebenslangen Lernens,
ist ein bedeutendes Gut und die Volkshochschule ein gewichtiger Baustein dafür. Deswegen erhält die Volkshochschule gehobene finanzielle Förderung durch die Landeshauptstadt und das Land, sowie die Anerkennung unter anderem in Form der Präsidentschaft von Michael Kretschmer im Sächsischen Volkshochschulverband. Als problematisch erweist sich aber zunehmend die bestehende Rechtsform. Die Volkshochschule ist in ihrem Kerngeschäft Bildung auch unternehmerisch tätig und mit ihrem Umsatzvolumen mit einem mittelständischen Unternehmen vergleichbar. Diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen widersprechen vom Grundsatz her der Rechtsform eines Vereins. Das Hauptproblem besteht darin, dass gemeinnützige Vereine im Grundsatz dazu verpflichtet sind, bei dem Aufbau und der Verwaltung von Vereinsvermögen ihre Finanzmittel zeitnah verwenden zu müssen. Zeitnah bedeutet konkret, dass die Verwendung der Mittel einer Frist von etwa 2 Jahren vorgesehen ist. Das erschwert die langfristige Planung und die Volkshochschule verliert ihre Attraktivität als Arbeit- und Auftraggeber. Mit ca. 60 Mitarbeitern und ungefähr 1000 Honorarkräfte ist die Anzahl der Beschäftigten aber durchaus gehoben. Wir werden uns daher nicht einer Prüfung der Rechtsform verweigern. Folgendes sollte aber klar sein. Erstens, wir verstehen die Prüfung als einen ergebnisoffenen Prozess und nicht als Einbahnstraße in eine neue Rechtsform. Zweitens, angesichts der Haushaltslage gilt der Blick insbesondere den finanziellen Auswirkungen für die Stadt. Und drittens, die Bindung der Dozenten über Honorarverträge ist für uns Conditio sine qua non. Unter diesen Maßgaben stimmen wir zu und erwarten mit Interesse das Ergebnis. Als nächstes die AfD-Fraktion, Frau Dr. Schöps. Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Dresdner Volkshochschule ist ohne Frage ein wichtiger und zentraler Bildungsträger in Dresden, gerade für Menschen, die ihre Schulbildung bereits abgeschlossen haben oder sie auch nachholen wollen. Aber trotzdem erschließt es sich uns nicht, warum jetzt von oben herab, das heißt durch die Landeshauptstadt, geprüft werden soll, ob diese Institution überhaupt die richtige Rechtsform noch hat. Warum gerade die Volkshochschule prüfen? Warum prüfen wir nicht zum Beispiel die Gesellschaft Historischer Neumarkt, RISA e.V., die Kindervereinigung Dresden e.V., oder sogar Dynamo Dresden. Sie wissen vielleicht, Dynamo Dresden ist einer der größten Vereine in ganz Sachsen. Hier könnte man ebenso fragen, ob das noch die richtige Rechtsform für diese Vereine ist. Diese Vereine haben außerdem ebenfalls Bedeutung für die Stadt. Sie sind teilweise, der eine mehr, der andere weniger, auf öffentliche Gelder und Fördermittel angewiesen. Natürlich auch auf engagierte und qualifizierte Mitarbeiter. Warum wollen Sie diese und viele andere Dresdner Vereine nicht ebenfalls prüfen? Meinen Sie nicht, dass die Vereine selber wissen, was für Sie die beste Organisationsform ist? Und selbst wenn die Volkshochschule auf uns zugekommen ist und sagt, ja, macht mal für uns, prüft mal. Was ist, wenn jetzt die anderen Vereine kommen und sagen, ja, wenn die Volkshochschule geprüft haben, dann wollen wir auch geprüft werden und da könnt ihr auch mal sehen. Ich meine, das ist ja auch eine Sache, die man normalerweise auch auf dem freien Markt dann entsprechend an eine Anwaltskanzlei oder an Leute vergibt, die sich damit auskennen. Aber ich habe eine ganz andere Vermutung. Es geht vielleicht gar nicht mal so, ob die Rechtsform e.V. so richtig ist noch für die Volkshochschule. Ich vermute, und Frau Filiusen hat das ja so ein bisschen durchblicken lassen, dass es hier um einen neuen, weiteren Eigenbetrieb für die Stadt Dresden gehen soll. Wir wissen es nicht und deshalb ist der Antrag uns einfach zu unbestimmt und wir werden ihn ablehnen, denn rein auf Vermutungen und vage Angaben wollen wir uns nicht verlassen. Wenn die Volkshochschule gerne eine andere Rechtsform will, dann soll sie sich bitte darum bemühen. Wir würden sie auch dabei unterstützen. Aber jetzt zu sagen, von oben herab, so als Stadtrat, wir prüfen jetzt mal, das halte ich dann für sehr unangemessen. Vielen Dank. So, wird weiterhin das Wort gewünscht, Schlusswort gewünscht. Dann können wir zur Abstimmung schreiten. Wer dem federführenden Ausschussbericht zustimmen möchte, der darf es jetzt tun. Gegenstimmen?
Und Stimmenthaltung. Ja Stimmen, 14 Nein, 5 Enthaltungen, dann so angenommen. Wir kommen zum